Wir haben gestern an der Wall Street eine der größten Drehungen in den letzten Jahrzehnten gesehen. Das kommt nicht allzu oft vor, dass die Indizes so tief im Roten sind und dann noch so deutlich im Plus schließen. Angetrieben vor allem von Nvidia, damit vom Nasdaq. Was war da los? Das wollen wir uns anschauen. Ich denke, es war eine Kombination aus vereinten Kräften, die dafür gesorgt hat, dass die Märkte nicht weiter nach unten geditscht sind. Da waren Darkpool-Aktivitäten, also Börsenhandelsplattformen, die nicht wirklich transparent sind. Wir sehen massive Volumina bei Nvidia-Optionen, Call-Volumina. Da wurde also sozusagen diese Aktie nach oben gehebelt, nachdem Jensen Huang gesagt hat, der Chef von Nvidia, ja, also die Nachfrage nach Chips, die sei ja great. Und das ist natürlich erstaunlich, dass uns der Verkäufer von Goldschaufeln dann erzählte, dass die Nachfrage nach Goldschaufeln so extrem stark ist. Eigentlich interessieren wir uns ja um die Frage oder für die Frage, schön und gut, dass die Goldsucher Gold suchen, wissen wir, aber es wäre ja mal interessant, ob die Goldsucher Gold finden mit ihnen, also das, was sie da massiv in Chips und Datacenter investieren, auch irgendwie wieder rauskriegen, ob sie damit Gewinne machen, ob sie Applikationen haben, die Geld bringen, und die Antwort bislang dafür ist no. Deswegen ist ja auch so ein bisschen die KI-Euphorie rausgegangen aus den Märkten, gestern wiederbelebt, und wir wollen uns das Setup anschauen. Oder war es wegen den Zinsen, oder was ist da los, oder wegen 9-11, was ist da gestern passiert, das wollen wir uns mal anschauen. Hier sehen wir das, CPI, also die Inflationsdaten. Dann ging es zunächst mal noch ein bisschen nach unten und dann dieser heftige Abverkauf, um dann noch heftiger nach oben zu korrigieren. Und ziemlich an dem Boden hat Jensen Huang auf einer Konferenz von Goldman Sachs gesagt, great demand for chips. Ja, great, 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 great. Das hat gereicht, die Indizes nach oben zu treiben, angeführt natürlich vom Nasdaq 100, auch vom Composite. Wir sehen aber hier überwiegend rot nach wie vor, trotz der bullischen Vorzeichen oder der Plusvorzeichen beim S&P, vor allem beim Nasdaq, sind die meisten Aktien gestern gefallen, erstaunlicherweise. Wir haben also ein anderes Muster, wieder mal das Gegenmuster jetzt gesehen zur letzten Zeit, als ja eher die meisten Aktien ganz gut liefen, während die großen Tech-Aktien nicht so gut gelaufen waren. Und hier dann so Aussagen von dieser Communicopia oder Copia Conference von Goldman Sachs, schwierig, Communicopia Conference von Goldman Sachs. Hier sagt zum Beispiel einer, ja, ich habe jetzt zugekauft bei Nvidia, und einer der ersten Dinge war die Nachricht, dass hier die USA vielleicht doch erlauben, dass Nvidia die besten, mit die besten Chips, die man produziert, eben nach Saudi-Arabien liefert. Hurra, das wird ja alles grundsätzlich ändern, nicht wahr? Hier sehen wir, dass diese Meldung kam. Davor sehen wir, dass die Aktienmärkte gefallen sind, Rate Cut Excitement sei gechillt, also die Hoffnung, mit anderen Worten, dass die Fed die Zinsen um 0,5 senkt, die ist geringer geworden. Aber dann eben diese Meldung mit Chips Saudi-Arabien und Jensen Huang, das hat offenkundig gereicht, um die Märkte nach oben zu treiben. Und seit es den SPY gibt, also das maßgebliche ETF auf den S&P 500, seit 1993 ist das erst 9-mal passiert, dass wir mindestens 1,5% nämlich in den Nassen waren und dann mindestens 1% im Plus geendet sind. Das ist nicht sehr, sehr häufig, kann man also sagen. Hier sehen wir mal, der Dow mit einer Rallye dann von 900 Punkten, das ist krass, der S&P 500 war knapp über 5400 Punkte und ist dann raus im Bereich 5560 Punkte, also fast 160 Punkte, das ist schon ein extremer Move. Wir sind natürlich im kurzen Zeitfenster jetzt überkauft, gar keine Frage, wir sehen die Semiconductor, die ja kürzlich noch ihren schlechtesten Handelstag seit März 23, seit März 20, also seit die Corona-Crash hatten, die mit einem Anstieg des Semiconductors von 8,46%, größter Zugewinn seit April und nie wieder, meine Damen und Herren, gestern mal entspannte 216 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewonnen. Viertgrößter Zugewinn, also Nvidia ist da ganz sportlich, man ist viermal oder ist vierfach Spitzenreiter bei den Zugewinnen, aber ist auch dreimal unter den letzten vier bei den Verlusten. Ja, das ist eine gewisse Volatilität, hätte der Franz gesagt, sagt er aber nicht mehr. Jetzt schauen wir uns mal an, was da
mit den Optionen los war. Hier beobachtet Spot Gamma, die vielleicht beste Seite für den Bereich Optionen, dass hier extreme Volumina der Fall war, Call-Volumina. Was passiert? Die Leute kaufen Calls auf Nvidia. Das zwingt die Dealer, die Verkäufer dieser Optionen, sich abzusichern, weil die ja faktisch gegen den Käufer dieser Optionen wetten. Also müssen sie sich absichern, indem sie das Underlying kaufen, ergo die Nvidia-Aktie. Sprich, es kommt sozusagen dieser doppelte Hebel in die ganze Geschichte rein. Und wir sehen eben dazu noch Dark-Pool-Activities. Das also hier sozusagen Player am Markt massiv gekauft haben und dabei nicht wirklich in Erscheinung treten. Jedenfalls nochmal zurück zu den Optionen. Hier sehen wir, wer zum Beispiel 10.000 Euro in einen 550er Zero DTI Call im SPY, also praktisch steigende Kurse S&P 500 gekauft hat, der war zwischenzeitlich bei 0,03 Dollar, also 3 Cent. Und dann hätte man innerhalb von 3 Stunden aus 10.000 Dollar 1,7 Millionen Dollar gemacht, muss man sich vorstellen. Hier ein Call auf den Triple Q, also Nasdaq, wenn man so will, der war im Tief bei 1 Cent hat er gekostet und im Hoch bei 4,39 Dollar, also für 439-facht, das muss man sich mal vorstellen. Also das sind schon extreme Dinge, die da abgegangen sind, und das vor dem Hintergrund, dass es einen neuen Anbieter gibt, ein Startup-Unternehmen mit dem Namen Cerebras, das offenkundig einen Chip geschaffen hat, der 20 Mal schneller ist und über 4 Billionen Transistoren hat. Also den Chips von Nvidia weit überlegen wäre, was die Geschwindigkeit betrifft. Hier unten wird dann nochmal diskutiert, naja, was ist jetzt besser, Nvidia oder Cerebras? Da wird gesagt, ja, Nvidia hat sozusagen noch dieses bessere Umfeld, die Umfeldstruktur und so weiter. Aber wenn es rein nach Geschwindigkeit und Performance geht, ist Cerebras haushoch überlegen. Also das könnte bedeuten, dass Nvidia vielleicht nicht ein sehr langer Run da unangefochten bleiben wird, aber Schwarm drüber. Jedenfalls sehen wir insgesamt ja doch eine gewisse Nervosität an den Märkten. Kein Wunder, die Wahlen nähern sich. September ist eh so ein volatiler Monat. Hier sehen wir mal hier, wir haben in den letzten 8 der 50 oder es gab mindestens 8 Handelstage in den letzten 50, wo wir mindestens mal 1% in den Nassen waren, in den Miesen waren. Das ist so viel wie seit April 2023 nicht mehr. Insgesamt sehen wir, dass die Märkte gesagt haben, die Chancen von Kamala haben sich schwer besät. Wir sehen hier, die demokratische Policy Bear ist nach oben und die Republican Policy Bear ist nach unten. Da kann Seth Donald erzählen, was er mag. Es hilft nichts, die Märkte sprechen. Er ist ja sonst durchaus gläubig, was die Märkte betrifft, aber es ist noch lange, lange nicht entschieden, was da passiert. Was mich so ein bisschen ärgert ist, dass wir so ähnliche Dinge da sehen in den USA, wie hier noch krasser teilweise, nämlich, dass die Medien extrem einseitig sind, extrem unfair sind. Die waren nicht fair zu Donald Trump, immer sofort Fact-Check und so weiter. Das hat man bei Harris tünlichste vermieden. Hierzulande haben wir da ja auch wunderbare Expertise in solchen Sachen, obwohl ich keine Sympathie für Trump empfinde, um das nochmal klar zu sagen. Jedenfalls sehen wir, dass Trump auf jeden Fall versäumt hat, die unentschlossenen Wähler anzusprechen. Er hat sich vorwiegend eben letztendlich mit seinen Argumenten an seine ohnehin vorhandene Wählerschaft gewendet, aber nicht versucht, Independents irgendwie auf seine Seite zu ziehen. Das scheint Kamala Harris auch nicht wirklich gelungen zu sein. Viele sagen ja, die Wirtschaft ist auf dem falschen Dampfer, so Umfragen. Jetzt gestern hat Reuters dann nach dieser Diskussion 10 Leute interviewt, die sich als Independents bezeichnen, also nicht Entschlossene. Und da hat eine, ist nicht repräsentativ sicherlich, aber ist vielleicht so ein Stimmungsbild, da haben mehr gesagt, also ich würde jetzt eher zu Trump neigen als zu Kamala Harris, weil man eben sagt, naja, wenn Kamala Harris, was erwartet man von ihr? Die Fortsetzung ungefähr dessen, was Biden gemacht hat. Und wenn man jetzt der Auffassung ist, dass die Wirtschaft jetzt irgendwie auf dem falschen Weg ist, dann kann man damit wohl nicht einverstanden sein. Du hättest es schon längst machen können, wenn du hier alles versprichst. So ist es sozusagen das Grundsatzproblem von Kamala Harris. Kommen wir nochmal zur Inflation. Wir sehen,
Manche sagen auch, ja, dieser Abverkauf war, weil die Inflation zu tief war, sozusagen mit 2,5%. Glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, dass die entscheidende Geschichte war für diesen Abverkauf zunächst, dass eben die Aussicht auf eine 0,5er-Senkung deutlich geringer geworden ist. Wenn wir jetzt uns mal anschauen, zum Beispiel solche Kategorien wie Health Insurance, also Gesundheitsversicherung, die in den USA ein echter Posten für die Menschen sind, dann sehen wir, die ist angeblich 34% gefallen innerhalb von zwei Jahren. Wenn Sie mit Amerikanern sprechen, dann sagen die, die ist ungefähr 34% gestiegen. Warum? Man bedient sich da eines Statistiktricks und guckt sich an, wie die Gewinne der Gesundheitsunternehmen sind und schließt darauf, ja, dann, wenn die zurückgegangen sind, dann müssen ja auch die Preise gefallen sein, was totaler Bullshit ist, aber halt so ein bisschen, wie soll man sagen, zur geringeren Inflation beigetragen hat. Heute haben wir ja die Erzeugerpreise, auch wichtig. Wie wird es da sein? Können die ihre Kosten weitergeben? Ja, nein, das ist ja mal da die interessante Frage. Dann haben wir natürlich die Folgeanträge und die Erstanträge, das ist important. Morgen kommen dann, glaube ich, noch die Einzelhandelsumsätze, auch das wird wichtig. In der Summe sehen wir, dass die Real Fund Rate, also praktisch die Leitzins minus Rate der Anleiherendite jetzt so hoch ist, so seit August 2007. Und hier sehen wir, wie die Inflation gefallen ist. Die Real Rate ist die Differenz zwischen den Leitzinsen und der Inflation sozusagen. Und hier sehen wir mal, die Core PCE ist deutlich nach unten, die Fed Funds bleiben oben. Also die Spanne zwischen der Höhe der Zinsen und der Inflation ist sehr groß geworden. Apropos Fed, Mr. Bostic hat jetzt irgendwelche Trading Rules offenkundig gebrochen. Welche genau, weiß man jetzt nicht so genau, ne? Aber irgendwelche. Aber es gäbe keine Evidenz, dass er Insider-Trading-Informationen genutzt hat. Okay, insgesamt stellt sich die Frage, wie geht es weiter mit der Inflation? Geht es so wie in den 70er Jahren? Viele sagen ja, komplett anderes Umfeld, damals Ölkrise und so weiter. Stimmt ja alles. Damals war Öl auch noch wichtiger für die Gesamtwirtschaft. Aber wir haben eben jetzt eine Schuldenbombe und wir haben wieder den Anstieg der Geldmenge. Und wir haben zwei Kandidaten, die sozusagen das Geld noch extremer zum Fenster raushauen werden, als es der gute Joe Biden schon gemacht hat. Also da ist durchaus Potenzial. Jetzt gibt es ja manche, die sagen, Geldmenge hat nichts zu tun mit Inflation. Nö, ja nicht, ja, null, nix, nada. Nee, ganz klar, also ist natürlich völlig, nein, gar nicht. Also wirklich nicht. Jetzt mal ehrlich, so. Kommen wir zur Stimmung der Leute. Hier sehen wir, oder der Privatinvestoren, Bullen jetzt knapp unter 40%, da hat es also ein bisschen reingeschneit, jetzt etwas mehr Bullen als zuvor, aber immer noch weniger Bullen, weniger Bären als Bullen. Wir sehen hier, Investor-Sentiment ist nach unten gekommen, weil vor allem die Privatinvestoren weniger euphorisch sind. Die Institutionellen waren vorher eh schon uneuphorisch, sind jetzt etwas weniger uneuphorisch. In der Summe wurde aber im August laut Daten von JP Morgan so viel Geld abgezogen aus Equity Funds, also Aktienfonds, wie seit 2022 nicht mehr. Kommen wir nochmal nach Deutschland. Der VW-Aufsichtsratschef, das ist der Mr. Pötsch, der sagt, müssen wir mal irgendwie was ändern, gell? Wir haben eine Krise. Und der hat natürlich einen Punkt, wenn Volkswagen nicht nächstes Jahr 25% mindestens seine Autos als Elektroautos verkauft, dann müssen sie einige Milliarden zahlen an Brüssel, natürlich völlig idiotisch. Da sagt er, das müsse man ändern, Emissionsziele ändern. Er liefert dann das Religionsbekenntnis, Elektromobilität sei die Zukunft der Mobilität. Amen. Das hat natürlich nur sein müssen. Ob das wirklich so ist, das werden wir noch sehen. In der Stadt macht ein Elektroauto Sinn, vor allem ein kleines. Aber wenn ich eine Familie habe und längere Strecken fahre, macht es eigentlich nicht so wirklich Sinn. Man muss das differenzieren. Deswegen würde ich eben nie sagen, das ist die Zukunft der Elektromobilität und das andere nicht. Das sind diese einseitigen Festlegungen. Zumal wir ja da ein Stück weit, was diese Elektromobilität betrifft, abhängig sind von China, von diesen seltenen Erden, von den Rohstoffen, die man für die Batterien braucht etc. Jetzt hat China seinen Autoherstellern gesagt, ja, behaltet mal schön die Technologie, die es dafür braucht, für Elektrofahrzeuge für euch, exportiert die nicht ins Ausland. Ups, das könnte dann ein Problem sein für die Religionsgemeinschaft Elektromobilität. Dann sehen wir,
wie jetzt ja gestern das Außenministerium Trump ein bisschen gebasht hat, wo man sagte, ja, wir haben ja schon 50% unserer Elektrizität sei praktisch hier durch Alternative und weswegen ja die alternative Energien, weswegen die Vorwürfe von Trump, dass wir im Niedergang seien, ja überhaupt nicht stimmen würden und überhaupt essen wir keine Katzen und Hunde, so bla bla hu. Da hat man sich aber richtig mal einen rausgehauen. Jetzt leider ist es so, dass diese Aussage falsch ist. Es sind nicht 50% der Energie, sondern nur 50% des Strombedarfs. Und das ist natürlich peinlich. Respektive nur ein Fünftel des gesamten Energiekonsums sind erneuerbare oder wird durch Erneuerbare gedeckt. Und das musste das Außenministerium dann ein bisschen zerknirscht auch zugeben. Wie peinlich, kann man sagen. Und das vor dem Hintergrund, dass wir ja eh das Geld rausschmeißen für solche ideologisch getriebenen Projekte, die dann sich als gar nicht existent herausstellen. Also da würde ich mal schön machen und die Bälle ganz, ganz flach halten. 45 Klimaschutz. Schutzprojekte in China vermutlich gar nicht existiert. Milliardensummen sind da reingegangen. Frau Lemke will sich jetzt drum kümmern. Geil, Frau Lemke. Also es ist ein Skandal, wie Rainer Zittelmann hier sagt, wie über unser Geld hier verfügt wird, wie das rausgeschmissen wird. Und hier fehlt es in der Infrastruktur, hier fehlt es an so vielen Ecken und Enden. Man kann manchmal nur den Kopf schütteln. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Heute auch sogar EZB. Stimmt, die sind ja auch heute dran. Was werden die machen? Die Zinsen senken und ansonsten bla bla. Sagen wahrscheinlich, mal gucken, wie die Daten reinkommen. Aber was kommt dann, Frau Lagarde? Was zu erwarten ist? Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen. Und die zweite, Robert Habeck, der will die Wirtschaft ankurbeln. Und was hat er denn vor? Wird das funktionieren? Wir haben uns das einmal angeschaut. Das ist die zweite Empfehlung. Jetzt sage ich Servus und Ciao.